Am 23.09. bespannte 01519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn den Frankenland-Express nach Neuenmarkt-Würzberg am Fuße der schiefen Ebene. Der Zug erreicht gerade jenen Ort. Zum Drehen und Versorgen geht es für die Lok ins Deutsche Dampflokmuseum, welches wir später auch noch besuchen werden. Wir befinden uns jetzt an der schiefen Ebene und beobachten die 015 auf der Bergfahrt gen Markt Schorgers. In Markt Schorgers angekommen, wird ans andere Zugende umgesetzt.
Sender voraus geht es jetzt zurück nach Neuenmark-Würzberg. Auch wir befinden uns jetzt wieder in Neuenmark-Würzberg. 01519 hat mittlerweile umgesetzt und macht sich nun auf den Heimweg. Wie bereits angekündigt, werden wir nun das Deutsche Dampflokmuseum besuchen. Ein Teil der Exponate ist draußen ausgestellt, so unter anderem auch 50975. Aktuelle Lok des Monats ist 23.019. Im Ringlokschuppen, welcher über eine Segmentdrehscheibe erreicht wird, sind weitere Maschinen ausgestellt, unter anderem auch 10.001. Hier endet auch unser Film.